Hallo und willkommen bei unserer Kochshow. Ich heiße Eva Birngruber, wie man hier hinten auch lesen kann. Und heute ist es keine Kochshow, sondern es ist hier ein Backstudio. Wir backen nämlich die ersten Weihnachtskekse der Saison. Es gibt Haselnussstockerl. Das ist ein Rezept, das hat meine Mutter von einer Arbeitskollegin bekommen und die kam aus Österreich. Das heißt, das Rezept ist von Österreich nach Bayern gekommen und dann von Bayern wieder zurück nach Österreich. Das finde ich sehr schön, das gefällt mir und die sind auch wirklich gut, diese Kekse. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich bei Keksen absolut keine Rezeptvariationen mehr mache. Das ist zu oft schon schief gegangen. Und deshalb wird da weder Zucker reduziert noch irgendwas anderes gemacht. Ja, also wir brauchen jetzt erst einmal einen Kochschurz, damit wir uns nicht furchtbar anpatzen. Und die Zutaten, die findet ihr in meinem Blog. Gell? Und hier oben zeige ich euch, wie ihr zur Videobeschreibung kommt, weil dort ist dann nämlich der Blog verlinkt. Ich habe mir vorsichtshalber gleich Baldriantropfen vorbereitet. Das kann ich beim Keksebacken immer recht gut brauchen. Die habe ich allerdings schon oft gemacht, da fühle ich mich sicher. Gut, wir starten mit Eischnee. Also wir müssen jetzt einmal das Eiweiß von 3 Eiern zusammen mit 250 Gramm Zucker eine halbe Stunde lang rühren. Das erledigt die Küchenmaschine, das ist sehr praktisch. Und ich werde in der Zwischenzeit die Schale einer halben Zitrone abreiben, dann den Saft einer halben Zitrone auspressen und 100 Gramm dunkle Schokolade werde ich auch noch reiben. Der erste Fehler ist mir schon unterlaufen. Gut, dass ich da jetzt nur drauf gekommen bin. Ich brauche da zum Eischlagen natürlich die Schneebesen. Ja. Ich glaube, ich sollte gleich Baldriantropfen nehmen. Wermut ist besser. Wermut? Ich muss nüchtern bleiben zum Keksebacken, Josef. So, aber jetzt... Nussschnaps. Nein, lieber nicht. Ups, so ist gut. Es ist schon mal gut gegangen. Ich blase aber vorsichtshalber da die Kerze aus, nicht, dass es noch eine Überraschung gibt. So, zurück zu unseren Haselnussstockerl. Schaut mal, wir brauchen von dieser Masse einen guten Esslöffel voll. Den brauchen wir nämlich für die Glasur. Okay, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und da kommt jetzt dazu, warte jetzt, da muss ich erst nachschauen. Aha, dann Schokolade, Saft und Zitronenschale. Schokolade, Saft und die Zitronenschale unterrühren und dann erst die Haselnüsse. Jetzt habe ich mich im Kreis gedreht. Ich brauche hier meinen Teigschaber. Und nachdem das so im Rezept ist, folge ich dem so. Ja, ganz brav. Keine Abschweifungen. Josef, du musst mir jetzt dann fein helfen, gell? Ja, dann wirst du schon schauen, wie du mir hilfst. Und jetzt kommen die geriebenen Haselnüsse rein. Auch schön verrühren. Und dann machen wir uns ans Formen. Möglicherweise muss ich den Josef mit etwas Alkoholischem bestechen. Ich weiß schon was, Josef. Nein, Baldrian kriegst du nicht. Josef, super, dass du hilfst. Da bin ich sehr dankbar. Nachdem die Baldrian-Tropfen nichts genutzt haben, gibt es jetzt einen Wein dazu. Freue ich mich. Ja. Außerdem, ich mag jetzt keinen Teig mehr essen. Mir ist schon schlecht. Aber das kennst du wahrscheinlich. Schatz, es gibt einen Rotgipfler. Josef, bitte sehr. Oh. Rotgipfler Premium vom Weingut Fischer. Ich habe blöderweise einen Schnupfen
Ich kann euch jetzt den Wein nicht beschreiben, aber schaut mal, da oben blende ich euch das passende Video ein, den hatten wir nämlich kürzlich erst. Der ist wirklich fein. So. Ach. Prost einmal. Prost, Josef. Auf gutes Gelingen. Auf gutes Gelingen. Ach, der ist gut. Brauchst du ein paar Chitons? Schau mal. Gerne. Ich setze alles auf schwarz. Auf also. Schwarz? Während du hoffentlich verbrennst dann nicht. Nein, nein. Also, es ist so, man muss aus dieser Masse so kleine Häufchen auf die O-Platten setzen, ja, und die dann mit zwei Messern, die man in Wasser eintunkt, zu so Stockerlformen, also so kleine Quader eigentlich, ja, Quadrate sind es nicht, sondern Quader. Die haben eine Seitenlänge, im Idealfall 1 cm, aber das ist jetzt schon eine gescheite Fieselei. Und dann, schau, den Pinsel kriegst du, das ist der haarlose Pinsel. Und ich hätte gerne den mit dem dichten Haarwuchs, schon leicht angegraut. Oh. Und dann muss man hier auf diese Dinger, und die Glasur brauche ich bitte auch, und die halbierten Nüsse kannst du mir auch gleich rübergeben. Na gut, das funktioniert nicht. Dann nehme ich jetzt da das Messer. Schaut, da muss man ein bisschen was von dieser zurückbehaltenen Glasur aufstreichen. Ja, und da kommt jetzt eine halbe Nuss drauf. Die hat der Josef schon halbiert. Schaut, wie schön. Und das Ganze wird, ich mache es immer bei 160 Grad Ober- und Unterhitze, entsprechend lang gebacken. Ich schreibe euch das dann im Blog rein, wie lang es bei unserem Herd ideal war. Ja? Das habe ich leider vom letzten Jahr wieder vergessen. Gibt sonst noch was, Josef? Hauptsache Wein ist. Ja, den braucht man. Gibt sonst noch was? Nein, ich glaube nicht. Ich möchte mich von Herzen für eure Kommentare bedanken. Das ist so schön, die zu lesen. Wir freuen uns immer sehr. Und ich sage immer zu Josef, schau mal, die und die hat wieder geschrieben und was die wieder geschrieben hat und der, das ist echt, echt so schön und wertschätzend. Danke sehr. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte. Jedes Abo freut uns. Nächste Woche am Freitag kommt dann eine weihnachtliche Vorspeise. Nichts Süßes. Oh. Ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Hoffentlich geht das alles gut. Ja. Natürlich, wir machen Berge von Stockern. Ja, gleich.